Liebe Telchterinnen und Telchter, die Corona-Zahlen in Telgte sind in der letzten Zeit wieder deutlich angestiegen. Der Kreis Warendorf ist inzwischen zum Risikogebiet erklärt worden. Damit gelten ab jetzt wieder schärfere Regeln. Sind Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum Personen aus maximal 5 Haushalten. Das ist vor allen Dingen auch die Sperrstunde. Ab 23 Uhr darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden, die Gastronomie hat zu schließen. Das sind Auflagen für private Feiern wie Hochzeiten, Geburtstage. Wenn die in der Kneipe, in der Gaststätte stattfinden sollen, dann dürfen da maximal 10 Personen sein. All das ist bitter, aber all das ist auch notwendig, weil das, was wir jetzt tun oder auch das, was wir jetzt nicht tun, hat Auswirkungen schon in 14 Tagen, in 4 Wochen. Vielleicht auch auf die Frage, wie können wir gemeinsam in den Familien Weihnachten feiern? Können wir es überhaupt? Dürfen Familien zusammenkommen? Das, was wir jetzt tun, haben wir noch selbst in der Hand. Jetzt entscheiden wir darüber, ob wir diese Zahlen Telgte in den Griff bekommen, ob wir den Trend umkehren können, ob wir den Trend bremsen können. Wenn wir damit warten, wenn wir nachlässig werden, wenn wir nicht mehr auf andere achten, dann ist es schwierig. Die Regeln, die in den letzten Wochen gefunden wurden, sind total verwirrend. Ich glaube, das Einfachste ist Mund-Nasen-Schutzbedeckung nutzen, Abstand halten, Handhygiene, den Kopf einschalten, rücksichtsvoll miteinander umgehen und die Dinge einhalten, die uns der gesunde Menschenverstand jetzt auch sagt. Das ist wichtig, das tun Sie bitte, ich appelliere an Sie, machen Sie mit, helfen Sie mit, dass die Zahlen in Telgte nicht weiter wachsen. Ganz herzlichen Dank.